su lengua repita conmigo todos, todos, todos. No se oye otra vez, todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. La única oportunidad, el único momento que es lícito, que es mirar ilícito. a una persona, mirar de arriba a persona abajo, a es para ayudar a levantarse. No se oye, otra vez Todos, 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 la madre de todos, de todos, todo se paga mm -hmm. solo hay una cosa gratis, El amor. De Jesús. Das Zeichen des heiligen Kreuzes von unseren Feinden, erlöse uns so Herr unser Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir leben in der Endzeit. Das Böse offenbart sich in diesen Tagen so unverhöhnt und entsetzlich, dass man es hier nicht mehr mit Worten zu fassen vermag. In Opern, in Stuttgart versammeln sich Psychopathen und Satanisten, um ihre perversen Spiele aufzuführen. Kirchenhallen werden entweiht mit dem Segen verwirrter Bischöfe. Der Vatikan verhöhnt die katholische Lehre, veranstaltet Drag Queen-Shows am Weltkindertag und will eine neue, moderne, synodale, offene, freundliche Kirche schaffen. Wenn die katholische Kirche nicht die wahre Lehre verkündet, dass eine Todsünde in die Hölle führt, dass der Weg sehr schmal ist, und dass es wenige sind, die gerettet werden. Wir erinnern uns an Pater Pio, der die Seelenschau besaß und folgendes sagte. Die Seelen fallen in die Hölle, wie die Schneeflocken in einem Schneesturm zur Erde fallen. Ja, wenn diese Realität der Hölle klein geschrieben oder sogar verleugnet wird, so wie es der falsche Prophet Bergoglio und seine antikatholischen modernistischen neuen LGBTQ-Plus-Karinele machen, dann gehen unermesslich viele Seelen zugrunde. Denn es gibt kein Licht, das sie führt. Es gibt kein Licht, was sie im tugendreichen Wandeln bestärken würde. Ja, wie viele junge Katholiken gibt es, die ein Leben in der Unzucht leben, ein Leben in der Todsünde? Und trotzdem jeden Sonntag zur Heiligen Messe gehen, den Leib des Herrn empfangen, den Gottesraub begehen und sich dennoch katholisch nennen. Der heilige Thomas von Aquin sagt dazu, Ich begreife nicht, wie ein Mensch im Stand der Todsünde noch lachen und scherzen kann. Er setzt sich lächelnden Mundes der Gefahr aus, die Wahrheit des furchtbaren Wortes der Heiligen Schrift an sich selbst zu erfahren. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wer kommt in die Hölle? In die Hölle kommen alle, die in einer Todsünde sterben. Manche geben sich der Ansicht hin, nur die ganz verruchten und verstockten, warf-satanischen Seelen kämen in die Hölle. Diese Ansicht ist ihnen aber nur durch die Sünde eingegeben, die sich den Menschen so unverfänglich als möglich darzustellen sucht. Die göttliche Offenbarung lehrt uns nämlich etwas ganz anderes. Nach ihr kommen in die Hölle alle, die in einer Todsünde sterben. Ein Rechtsgelehrter konnte nicht begreifen, wie denn eine einzige Todsünde, die oft in einem Augenblick begangen wird, ewig mit der Hölle bestraft werden könne. Er meinte, dies sei nicht vereinbar mit der göttlichen Gerechtigkeit. Darauf entgegnete ihm ein Theologe. Warum denn nicht? Macht es die weltliche Gerechtigkeit nicht ebenso? Sie verhängt ja über einen Mörder, dessen Tat oft in einem Augenblick vollbracht ist, die Todesstrafe und entfernt ihn dadurch und seinen schädlichen Einfluss auf ewig aus der bürgerlichen und menschlichen Gesellschaft. In der Hölle wird die freiwillig vollzogene Trennung von Gott vollendet. Sie wird endgültig und unwiderruflich. Indem der Sünder sündigte, hat er zu Gott gesagt, weiche von mir. Was nun, wenn er zu ihnen sagen sollte? Also wenn Gott zur Seele sagt, weichet von mir. Er sagt dies oft. Nicht ein Tag oder eine Stunde vergeht, ohne dass er eine menschliche Seele so behandelt, wie sie ihn behandelt. Und sobald dies der Fall ist, ist jene Seele auf ewig von Gott getrennt. Sie ist verdammt oder verurteilt zum ewigen Verlust Gottes. Sie ist in ihrer eigenen, unbesonnenen, und sündigen Wahl von Gott bestätigt worden. Sie ist in die Hölle aus ihrem eigenen freien Willen heraus. Die Ursache, warum der barmherzige Gott eine Todsünde ewig bestraft und nimmermehr verzeiht, ist, weil der verdammte Sünder keine Reue erwecken, noch Gott um Verzeihung bitten will. Denn wenn jemand in der Todsünde stirbt, es so wird er darin so verhärtet, dass er in Ewigkeit von dieser Todsünde nicht mehr ablassen will. Und weil ihn Gott verdammt, so schöpft er solchen Hass gegen Gott, dass er ihm alles Leid antäte, wenn er könnte. Ehe er sich also vor Gott verdemütigt und ihn um Verzeihung bitten wollte, würde er lieber noch größere Strafen in der Hölle ausstehen. Weil also der verdammte Sünder seine Sünden nicht bereut, noch um Ver Verzeihung bitten will, so bleibt er ewiglich in der Sünde. Und sündigt gleichsam ewiglich. Und weil die Sünde ewiglich wird, so wird auch die Strafe ewiglich. Denn Gott hört nicht eher zu strafen auf, als bis der Sünder zu sündigen aufhört. Der Sünder aber hört nimmer auf zu sündigen. Und darum hören auch die Strafen Gottes, die Strafen der Hölle, nicht mehr auf. Und hieraus erkennst du, dass Gott keinem Verdammten Unrecht tut. Wenn er ihn ewiglich straft, sondern dass das göttliche Gericht erfordert, dass die Strafe ewiglich wert, weil die Sünde ewiglich wert. Heutzutage hören wir fast nur noch von der grenzenlosen Barmherzigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit jedoch, welche jede wahre Barmherzigkeit innehaben muss, wird verschwiegen. Und dies führt dazu, dass ein vollkommen falsches Bild eine falsche Theologie verbreitet wird. Eine modernistische Theologie, in der die Hölle kalt und leer sei, in der jeder in den Himmel kommt und die Beichte sowieso nicht mehr notwendig, um Kind Gottes zu sein, sondern alles seien Kinder Gottes, ganz gleich, ob der Mensch praktizierender, homosexueller ist, Gottesschänder, Pädophiler, Pervertierter, Mörder oder was auch immer. Keiner von diesen muss umkehren. Man kann einfach weiter sündigen und muss nur an Gott glauben und wird am Ende gerettet werden. Diese ketzerische Behauptung hat auch Luther verbreitet. Ja, die vermessene Hoffnung auf Gottes gnädige Verzeihung macht es also teilweise erklärlich, wie der Mensch sich so unbesonnen in die Sünde stürzen kann. Noch mehr erleichtert ein anderer Umstand den traurigen Entschluss zu sündigen. Hier nieden, nämlich hier auf der Erde, empfinden wir, empfindet der Mensch, wenn er sündigt, nicht das übergroße Übel, das die Sünde verursacht, nämlich die Trennung von Gott. Ja, hätte Gott diese Empörung des Sünders nicht mit der Pein des Feuers bedroht, so würden viele Menschen wenig Furcht haben vor einer ewig dauernden Trennung von Gott. Denn wir hier, solange wir im Fleisch sind, können die Trennung nicht wirklich wahrnehmen, außer Gott gibt uns und schenkt uns die Gnade zu erkennen, wie sehr uns eine Sünde von Gott trennt. Aber all das ist jedoch eine fürchterliche Täuschung auf Erden, eine Täuschung unseres Fleisches. Wir sind nämlich verpflichtet, sobald wir eine Sünde begangen haben, um die Gnade der Reue und der Verzeihung zu bitten, sofort die innerliche Herzenskontraktion. Denn es ist nicht gegeben, dass wir noch eins, zwei, zehn Tage Zeit haben werden, um diese Sünde zu bereuen. Es ist uns nicht versprochen, dass wir noch grenzenlos Zeit haben, um umzukehren. Es kann im nächsten Moment sein, dass wir sterben müssen. Und o oh Schreck, wenn wir dann im Zustand der Unbußfertigkeit sterben, dann wissen wir, was die Strafe dafür ist. Nein, wir haben sofort die Verantwortung und Pflicht, Reue in unserem Herzen zu erwecken. Reue, indem wir zum Herrn rufen. Herr, erbarme dich meiner. Aber wenn wir es aufschieben sollten, unsere Sünden zu bereuen und umzukehren und auch zur Beichte zu gehen, wenn wir dies aufschieben sollten, da wir annehmen, es wird uns sicherlich noch Zeit gewährt. Viele nehmen an, ich werde sicherlich noch Zeit haben, bevor ich sterbe, eine Lebensbeichte abzugeben. Wenn wir so vermessen denken, dann machen wir uns der Vermessenheit schuldig. Ein vermessener Glaube an die Barmherzigkeit Gottes, ein Missbrauch der Barmherzigkeit Gottes, und dies ist eine sehr schwere Sünde und ein Spott gegen Gott. Denn Gott lässt seiner nicht spotten und schon gar nicht seine grenzenlose Barmherzigkeit, die uns verzeihen möchte, um uns zu heilen und zu heiligen, aber die nicht möchte, dass wir vermessen auf seine Barmherzigkeit hoffen. Indem wir mit dem vermessenen Vorsatz sündigen, dass Gott uns sowieso wieder verzeihen wird. Nicht immer ist es leicht, zwischen der Hoffnung, die neben der Sünde zugleich bestehen kann, und der Vermessenheit, die zur Sünde verleitet, zu unterscheiden. Jedenfalls ist es heutzutage sehr zu fürchten, dass viele aus Vermessenheit sündigen, indem sie sich gerade deshalb zügellos der Sünde hingeben, weil Gott ja so grenzenlos barmherzig sei. Und weil sie ja schon wissen, dass sie in der Beichte die Verzahung wieder empfangen können. Dies ist eine große Irrlehre. Unser göttlicher Erlöser Jesus Christus hat 14 Mal zu uns in seinem Evangelium von der Hölle gesprochen. Wir werden jetzt von diesen nur ein paar der wichtigsten Aussagen unseres Herrn Jesus Christus hören. Aber vergiss bitte nicht, liebe Zuhörer, dass diese Worte Gott selbst ist, der da spricht. Und der auch gesagt hat, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Kurze Zeit nach der wunderbaren Verklärung auf dem Berge Tabor sagte Jesus zu seinen Jüngern und der Volksmenge Folgendes Wenn deine Hand sündigt, so haue sie ab, es ist besser verstümmelt in das ewige Leben einzugehen, als zwei Hände zu haben und in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß sündigt, so haue ihn ab. Es ist dir besser lahm in das ewige Leben einzugehen, als zwei Füße zu haben und in die Hölle geworfen zu werden, ins unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Und wenn dein Auge sündigt, so reiße es heraus. Es ist besser einäugig in das Reich Gottes einzugehen, als zwei Augen zu haben und in das ewige Feuer der Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Von dem, was am Ende der Zeiten geschehen wird, sagt der göttliche Heiland. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse sammeln, und jene, die da Unrecht tun, und sie werden sie in den Feuerofen werden, da wird Heulen und Zähne knirschen sein. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Der heilige Apostel Petrus sagt, dass die Gottlosen die Strafen der gefallenen Engel teilen werden, deren Gott nicht geschont, sondern mit Ketten, der Hölle in den Abgrund gezogen und der Pein übergeben hat, um sie zum Gericht aufzubewahren. Er nennt sie Kinder des Fluches, denen das Dunkel der ewigen Finsternis aufbewahrt ist. Der heilige Apostel Johannes spricht ebenfalls von der Hölle und ihrem nie verlöschenden Feuer. Von dem Antichristen und seinem falschen Propheten sagt er, und der Teufel, ihr Verführer, wurde in den See von brennendem Schwefel geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind. Tag und Nacht werden sie gequält in alle Ewigkeit. Die moderne Kunst ist gleichsam zu einer grotesken, pervertierten und gotteslästerlichen Abscheulichkeit verkommen. Es scheint die einzige Disziplin heutzutage zu sein, sich in satanischen Symboliken und in Perversionen, wie wir in der Oper in Stuttgart gesehen haben, überbieten zu wollen und die lauen Menschen zu verderben. Wohin man auch schaut, ganz egal ob in die Politik, in die Prominenz, Universitäten, Kindergärten und Schulen, es herrscht der gleiche satanische Geist, der Geist, der Gottesordnung hasst und auf den Kopf stellt. Wir sind in der Endzeit, und bald, sehr bald wird Gott sein Genug erschallen lassen. Denn wehe euch, die ihr die kleinsten verdirbt. Es wäre besser für euch, wenn ihr mit einem Mühlstein in die Tiefen des Meeres geworfen werdet, als dass ihr diese Dinge tut. Denn die Strafen, die in der Ewigkeit folgen werden, die werden so groß und schrecklich sein, dass selbst der größte Missetäter hier auf der Erde klein wie ein Wurm wird. Und dieses Jahr haben wir auch noch zu Beginn und jetzt auch nochmal im Oktober die Nordlichter auf der Nordhalbkugel. Zu beobachten gehabt. Nordlichter waren eh her eine Warnung vom Himmel. Denken wir an den Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo auch solche Lichter am Himmel erschienen sind. Wir stehen also vor sehr großen Ereignissen. Es gibt uns viel, es gibt viele Prophetien von Heiligen. Und das größte Ereignis wird so oder so unser persönliches Gericht sein, wenn wir dieses Erdenleben hinter uns lassen. Dieses persönliche Gericht wird jedem von uns bevorstehen, jedem einzelnen Menschen auf Erden, ganz egal ob in der Endzeit lebt oder nicht. Besser ist Krieg, Verderben und Strafgericht. Besser sind zerstörte Opern, zerstörte Städte, Gotteshäuser niedergebrannt, Kindergärten zerbombt. Besser das kurze Strafgericht auf Erden als das ewige Feuer in der Hölle. Besser, wenn jetzt Gott süchtigt hier auf der Erde, als wenn die Seele für die Ewigkeit verloren gehen besser das Verderben des Fleisches, wie Paulus sagt, als das ewige Verderben der Hölle. Und sowieso haben sich die Menschen auf Erden schon die eigene Hölle eingerichtet. Es ist eine Welt der Gottvergessenheit und des Hasses. Und wohin dieser Weg führt, das wurde früher von den Kanzeln weit öfters verkündet, als es heutzutage der Fall ist. Bergoglio meint nämlich, die Hölle werde leer. Und das sagt nicht nur er. Das ist eine der beliebtesten Thesen der modernistischen Wölfe im Schafspelz. Das hat schon Luther angefangen zu sagen. Und mit diesen Lügen, wie viele Seelen werden mit diesen Lügen in den Abgrund getrieben? Denn wo kein Glaube an die Hölle, da auch kein wahrer Glaube an Gott. Wo Satan nicht mehr existiert, da auch kein Glaube an Gott. Da gibt es keine Umkehr. Aber die Hölle gibt es wirklich. Und wenn die Menschen in Stuttgart, im Vatikan, und wenn du und ich nicht umkehren und Buße tun, Enden wir dort. Nicht weil Gott das will für uns, nein, aber weil der Mensch es so wollte. Und wegen seiner Unbußfertigkeit und seinem freien Willen hat er sich selbst sein ewiges Schicksal ausgesucht. Und so wollen wir heute schon anfangen, auch öfters heilsam über die Hölle nachzudenken. Die Heiligen haben früher immer gelehrt und die Kirche, wir sollen die letzten vier Dinge immer im Bewusstsein haben. In jedem Moment des Tages sollen wir die letzten vier Dinge vor Augen haben. Nämlich Tod, persönliches Gericht, Himmel, Hölle. Wenn wir diese vier Dinge vor Augen haben, dann haben wir vielleicht ein bisschen Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht vor seiner Allmacht. Und diese Ehrfurcht schenkt uns dann die rechte Demut. Mit dieser rechten Demut und Ehrfurcht können wir die Barmherzigkeit Gottes wirklich würdig loben und anbeten, so wie die Heiligen es vor uns taten. Und für all die Spötter, die meinen, wenn es die Hölle wirklich gäbe, wieso ist noch keiner aus ihr zurückgekehrt? Folgende Geschichten, von deren Art es unzählbare gibt und unzählbare bezeugt sind und dokumentiert. Eine Geschichte aus dem Leben des Heiligen Bruno. Im Leben des heiligen Bruno, des Stifters des Kartäuserordens, findet man eine Tatsache, welche durch die gelehrten Follandisten gründlich geprüft worden ist und welche auch der strengsten Kritik alle Zeichen geschichtlicher Wahrheit darbietet. Eine Tatsache, die sich zu Paris ereignete, am hellen Tage, in Gegenwart mehrerer tausend Zeugen, eine Tatsache, deren kleinste Umstände von den Zeitgenossen der dabei beteiligten Personen genau aufgezeichnet wurden und die einen der bedeutendsten religiösen Orden ins Leben rief. Im Jahr 1082 starb ein berühmter Lehrer an der Universität zu Paris, Raymond Diocres, bewundert und betrauert von seinen Schülern, einer der größten Gelehrten jener Zeit namens Bruno, durch seine Wissenschaft, seine Talente und Tugenden in ganz Europa bekannt, war damals mit vier seiner Gefährten in Paris und hielt es für seine Pflicht, dem Trauergottesdienst für den allgemein verehrten Toten beizuwohnen. Man hatte die Leiche in einem großen Saal der Kanzlei nahe bei der Kirche Notre Dame gebracht, und eine zahllose Menge umgab das Paradebett, auf welchem der Verstorbene, nach dem Brauch der damaligen Zeit, lag, nur mit einem dünnen Schleier bedeckt. In dem Augenblick, wo man eine der Lesungen des Totenoffiziums begann, die mit den Worten anfängt, antworte mir, welch große Missetaten und Sünden habe ich denn? Ertönte unter dem Leichenschleier eine Grabesstimme hervor und alle Anwesenden hörten diese Worte. Durch ein gerechtes Gericht Gottes bin ich angeklagt worden. Man stürzte auf die Leiche zu, man hob das Totentuch auf, der Tote lag da, unbeweglich erstarrt, eine wirkliche Leiche man setzte die einen augenblick unterbrochenen gebete fort aber alle anwesenden waren von furcht und entsetzen durchdrungen man beginnt aufs neue die zwei nocturne des toten offiziums man kommt wieder an die lesung antworte mir diesmal erhebt sich der verstorbene angesichts der ganzen versammelten menge und sagt mit lauter stimme und schärferer betonung durch ein gerechtes gericht gottes bin ich gerichtet worden und er sinkt auf sein paradebett zurück der Schrecken aller Anwesenden hatte den Höhepunkt erreicht. Die Ärzte bestätigten aufs Neue, dass Raymond Diocres tot sei. Sein Leichnam war eiskalt und steif. Man hatte nicht den Mut, das Totenoffizium fortzusetzen und verschob dasselbe auf den folgenden Tag. Die kirchlichen Autoritäten wussten nicht, welche Entscheidung sie treffen sollten. Die einen sagten, er ist verdammt und deshalb des Gebetes der Kirche unwürdig. Die anderen sagten, Nein, das alles, was wir gehört und gesehen haben, ist wohl schrecklich, aber wir alle, die wir Zeugen dieses furchtbaren Schauspiels waren, werden ja auch einst durch ein gerechtes Gericht Gottes zuerst angeklagt und dann gerichtet werden. Der Bischof stimmte dieser letzten Ansicht bei und am folgenden Tag begann der Trauergottesdienst zu der nämlichen Stunde wie am vorhergehenden Tag. Bruno und seine Gefährten hatten sich ebenfalls wieder eingefunden. Die ganze Universität, ganz Paris strömte der Kirche Notre Dame zu. Das Totenoffizium begann. Bei derselben Lesung und den Worten Antworte mir, erhob sich der Leib des Dr. Raymond auf seinem Lager, und mit einer Stimme, deren Ausdruck die Anwesenden vor Entsetzen erstarren machte, rief er aus. Durch ein gerechtes Gericht Gottes bin ich verdammt worden. Und er fiel regungslos zurück. Diesmal konnte man nicht mehr zweifeln. Das schreckend erregende Wunder war bis zur Gewissheit bezeugt und bedurfte keiner weiteren Untersuchung. Auf Befehl des Bischofs und des Domkapitels entkleidete man den Leichnam aller Abzeichen seiner Würde und brachte ihn nach dem Schindanger von Montfort. Als Bruno damals ungefähr fünfundvierzig Jahre alt den großen Saal der Kanzlei verließ, fasste er den unwiderruflichen Entschluss, die Welt zu verlassen, und suchte mit seinen Gefährten in der großen Karteuse bei Grenoble eine Zufluchtsstätte, wo er sein Heil sicher wirken und sich ungestört auf die gerechten Gerichte Gottes vorbereiten konnte. Das war in der Tat ein Verdammter, welcher aus der Hölle zurückkam, nicht um sie zu verlassen, sondern um der unwiderleglichste Zeuge für das Vorhandensein derselben zu werden. Und eine weitere Geschichte. Der junge Ordensmann von St. Antonin. Der gelehrte Erzbischof von Florenz, der heilige Antonin, berichtet uns in einem seiner Schriften eine nicht minder schreckliche Begebenheit, welche gegen die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts einen großen Teil Italiens mit Schauder erfüllt hatte. Ein junger Mann von guter Familie, welcher mit 16 oder 17 Jahren das Unglück gehabt hatte, eine Todsünde in der Heiligen Beichte zu verschweigen und in diesem Zustand die Heilige Kommunion zu empfangen, hatte es von Woche zu Woche, von Monat voll zu Monat, von Jahr zu Jahr verschoben, sein Gottesräuberisches Verbrechen einzugestehen, setzte aber aus elender Menschenfurcht seine Beichten und Kommunionen fort. Gemartert von Gewissensbissen suchte er dieselben dadurch zu beschwichtigen, dass er sich den größten Bußübungen unterzog, so dass man ihn für einen Heiligen sogar hielt. Aber dabei ließ er es nicht bewenden, er trat in ein Kloster ein. Hier wenigstens dachte er werde ich alles sagen und meine entsetzlichen Sünden ernstlich abbüßen. Aber unglücklicherweise empfingen die Oberen, welche ihn den Namen nach kannten, wie einen Heiligen, und die falsche Scham gewann nun abermals die Oberhand. Er verschob das Geständnis seiner Sünden auf spätere Zeiten und ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre verflossen in diesem beklagenswerten Zustand. Er wagte nicht, die furchtbare und schmähliche Last abzuwerfen, die ihn erdrückte. Endlich schien eine tödliche Krankheit ihm das gefürchtete Geständnis zu erleichtern. Diesmal dachte er will ich alles eingestehen. Ehe ich sterbe werde ich eine Generalbeichte ablegen. Aber Eigenliebe und falsche Scham trugen immer den Sieg über die Reue davon. Das Geständnis seiner Sünden war so unklar, dass der Beichtvater nicht ahnen konnte, um was es sich handle. Er selbst war auch nicht beruhigt dabei und dachte, einen anderen Tag besser zu beichten. Aber plötzlich verlor der Unglückselige die Besinnung und starb in diesem Zustand. In der Genossenschaft, wo man solches auch nicht einmal ahnen konnte, sagte man untereinander, wenn der nicht im Himmel ist, kommt keiner von uns hinein. Man rührte Kreuze, Rosenkränze, Medaillen an seiner Leiche an. Seine sterblichen Überreste wurden mit Verehrung in die Klosterkirche getragen und blieben im Chor ausgesetzt bis zum folgenden Morgen, wo das Begräbnis stattfinden sollte. Einige Augenblicke vor der zur Feierlichkeit bestimmten Stunde bemerkte einer der Brüder, der gekommen war, die Glocke zu läuten, plötzlich den Verstorbenen in seiner Nähe vor dem Altar, umgeben von feurigen Ketten, während seine ganze Person wie im Feuer zu glühen schien. Erschreckt fiel der Bruder auf die Knie nieder, die Augen auf die entsetzliche Erscheinung gerichtet. Da sagte der Verdammte zu ihm, Betet nicht für mich, denn ich bin auf ewig in der Hölle. Und er erzählte die trostlose Geschichte seiner falschen Scham und seines wiederholten Gottesraumes. Anmerkung spricht die Kommunion, während er sich einer Todsünde bewusst war und diese nicht gebeichtet hatte. Wonach er verschwand indem er einen verpesteten Geruch in der Kirche zurückließ, der sich im ganzen Kloster verbreitete, wie zur Bestätigung der Wahrheit alles dessen, was der Bruder gesehen und gehört hatte. Die Oberen, von allem in Kenntnis gesetzt, ließen den Leichnam aus der Kirche entfernen und hielten denselben des christlichen Begräbnisses für unwürdig. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich unser. Schenke uns Erkenntnis und tiefe Reue und Verzeihung über alle unsere Sünde. Amen.